Meine Damen und Herren, die Sendung Kampf der Reality Stars ist jede Woche für eine Sensation gut, wie ich finde. Und das liegt einfach daran, da ist die Crème de la Crème de la Crème der deutschen Halbprominenz versammelt. Und die hauen einfach einen nach dem anderen raus. Liebe Reality Stars, herzlich willkommen zum Safety-Spiel Gefährliches Halbwissen. In dieser Situation war jeder schon einmal. Auf einer Party benutzt irgendein arroganter Germanistikstudent die Präsentationskisten. Hier. Das heißt Germanistikstudent. Beziehungsweise so hieß es früher. Jetzt heißt es Germanistikstudierende. Sensationell finde ich dann auch noch Ex-GNTM-Model und jetzt auch Ikone Sarah Knappig. Die ist ja ein absoluter Weltstar bei Kampf der Reality Stars. Und ich finde, Weltstars, die dürfen ruhig auch mal Forderungen stellen. Was können wir denn für dich tun? Ja, ne Kur. Die fallen von oben aus. Ich arbeite mit meinen Haaren. Ich model auch mit meinen Haaren. Ich habe eine weltweite Haarkampagne mit meinen Haaren. Das ist für mich gerade eine Katastrophe, ehrlich jetzt. Was macht die? Also ganz ehrlich, das sieht aus, als hätte man einen Topf Spaghetti auf ihrem Hirn abgegossen, aber... Ich glaube ihr nicht so ganz. Ich gebe es offen zu. Wobei, man muss schon. Ich meine, wir arbeiten ja eigentlich alle mit unseren Haaren, oder? Ich meine, ich arbeite ja jetzt auch gerade mit meinen Haaren. Wolfgang arbeitet gerade mit seinen Haaren. Gut, Lorenzo nicht. Lorenzo arbeitet heute nicht mit seinen Haaren. Lorenzo arbeitet wie Thorsten Legert nicht mit seinen Haaren, so kann man sagen. Die zwei könnten aber mit Sarahs Haaren arbeiten, wenn sie dir hergibt. Auch interessant. So, aber die Haarkampagne ist ja nur eins von zahlreichen Eisen, die Sarah da im Feuer hat, weil die Frau ist ein echter Hollywood-Star. Sarah würde ich neben mich packen auch. Ja, pack mich hin. Mach. Oder? Obwohl die Wahrheit anders ist. Ich habe schon auf den Oscars, war ich schon auf dem roten Teppich. Ich habe international gearbeitet. Ich habe im Hollywood-Film mit Tara Reid, Ian Searing von Beverly Hills 90-200. Ich habe echt krasse Sachen auch gemacht. Ist so. Sarah Knappigs Leben ist so interessant, da fangen andere Leute schon am Lichtschalter an zu drehen, ne? Sarah Knappig ist bekannt als Chuck Norris. Ich glaube sogar, wenn Chuck Norris Sarah Knappig sieht, versucht er ihr die Haare zu klauen. Ja. So, ich merke es aber, ja, Sie sind immer noch baff wegen Hollywood, oder? Ich merke das, ich spüre das. So, dann passen Sie jetzt mal ganz genau auf, was Sarah da gemacht hat. Das wollte ich noch mal aufklären mit Hollywood. Also ich war damals bei den Oscars tatsächlich, ja. Bin über einen roten Teppich gelaufen. Und ich hatte dir ja auch gesagt, ich habe zweimal in einem internationalen Film mitgemacht. Dieser Sharknado 4 und 5. Welche Rolle hattest du da? Der Freund von Hannah Montana. Mit dem habe ich vor der Kamera gespielt und den habe ich gerettet. Gut gemacht. Also ich war bewaffnet und habe so einen krassen Anzug angehabt. Ja, das war so einfach so Komparsin? Ja, genau. So eine Selbstwahrnehmung muss sie erstmal haben. Die war so nah dran am Oscar. So nah dran. Wie nah dran war die am Oscar? Sehr, 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 sehr. Nah dran. Ich muss sagen, ich finde ja gerade Sharknado 4, der hatte richtig starke Momente. Und 5 erst. Boah. Habe ich nicht zu Ende geguckt. So spannend war der. Ja. Ist Kampf der Reality Stars jetzt nach Hollywood der nächste Schritt auf einer Karriereleiter? Ja? Ach, wieder was gelernt. Guck mal. Toll. Mhm. So, jetzt aber hier für alle. Hater und die, die es noch werden wollen. Hier kommt Sarah Knappigs kompletter Auftritt in dem Hollywood-Blockbuster Sharknado 4. Komm her und hilf mir mal bitte. Alles okay?
gesehen. Das Kino ist zu Ende. Alles ist gesehen. Warum, meine Damen und Herren, warum hieß der Film nicht Sarah Knappig der Film? Das ist ja Wahnsinn. Da stimmte alles, alles. Special Effects, Schauspielerei und die Kostüme. Boah.